Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch eine Karte basteln. Und ihr seht, ich habe hier noch eine Menge Zeugs hier an der Seite liegen. Das ist für mein nächstes Projekt, was ich schon vorbereitet habe. Jetzt geht es zunächst mal um diese Karte. Hier habe ich einen kleinen Falzstern gemacht und ja, ist eine kleine Vintage-Karte und wir legen dann mal los. Ihr braucht ein Stück Farbkarton. Ich habe hier die Hälfte von A4. Ich habe hier noch Farbkarton übrig von meinem letzten Album, das ich gemacht habe. Ihr seht, der hat ein bisschen Prägung. Und dann, also der hat jetzt, also die Karte hat normal 29,7 mal 10,5 cm bei 14,85 gefalzt. Dann habe ich hier ein Stück Vanille pur. Das habe ich jetzt schon durchgekurbelt mit unserer Prägeform Hammerschlag. Das sieht jetzt so aus. Der hat jetzt 0,5 cm ist der kleiner. Der hat jetzt die Größe 10 mal 19,35 cm. Und das Ganze werde ich mir jetzt wischen mit Espresso. Und jetzt brauche ich noch mein Schwämmchen. Das habe ich hier. Gehe jetzt hier rein und wische mir jetzt hier einfach die Ränder. Ich gucke jetzt. Ich nehme jetzt mal die andere Seite hier und gehe hier drumherum. Und für innen habe ich die gleiche Größe in glatt. Da gehe ich jetzt auch mit dem Schwämmchen drumherum und wische mir die Seiten. So. Dann nein, habe ich hier mir aus unseren Stickmuster-Ovalen, das habe ich mir jetzt hier schon gestempelt. Diesen Spruch, ich zeige euch das jetzt gerade, findet ihr im Gastgeberin-Set, das heißt das Schönste zum Fest. Das ist der hier. Rezept für schöne Weihnachtszeit, Plätzchen, Kerzen und Zeit mit lieben Menschen. Das habe ich mir in Chili gestempelt und ausgestanzt und das Ganze wische ich mir jetzt hier drumherum auch. So. Dann darf mein Kissen weg. Und dann habe ich mir jetzt hier mit unseren lagenweise Ovalen, habe ich mir hier in diesem Braun hier noch ausgestanzt und das klebe ich mir nachher oben drauf. Zunächst klebe ich mir jetzt hier aber meinen Vanillekarton, ups, hier rein. So, dann habe ich jetzt hier noch unsere Glanzfarbe in Kupfer. Dann nehme ich mir jetzt hier mein Fingerschwämmchen her und gehe jetzt hier in die Farbe, die ich im Deckel habe und
schreibe mir jetzt hier am äußeren Rand ein wenig drüber, dass ich noch mal so ein kleines Highlight habe. Ihr könnt aber auch, wenn ihr das Delicata-Stempelkissen in Gold habt, in Gold drüber gehen. Das ist ja was ihr gerade zu Hause habt. So. Dann lasse ich das Ganze jetzt ein wenig antrocknen. Mein Schwämmchen mal hier an die Seite machen. Und das Ganze lege ich mir jetzt mal hier rüber, damit ich jetzt nicht gerade reintatsche. So, dann machen wir jetzt zusammen den Faltstern. Ich habe hier schon mal 2, 3 vorbereitet. Ihr braucht insgesamt 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stücke. Meine hier für die Karte haben jetzt die Größe, ich muss mal gucken, 1,5 mal. Moment. 1,5 mal 3¼ Inch. Ich setze euch das Ganze unten in die Infobox in Zentimeter. Und das Ganze falte ich jetzt hier einmal in der Mitte. Dann nehmt ihr die offene Seite zu euch hin zeigend und faltet das Ganze jetzt einmal hier runter. Und hier auch. Und dann faltet ihr das Ganze einmal mittig. So. Noch einmal, also einmal in der Mitte. Dann die offene Seite schaut zu euch hin. Dann faltet ihr das Ganze einmal hier nach unten an die Kante. Hier einmal nach unten an die Kante. Und einmal in die Mitte. Und das Ganze macht ihr mit allen 8 Stück. Einmal nach unten. Einmal nach unten. Und wieder in der Mitte. Und das letzte noch. Und einmal noch mal nach unten. So, dann nehmt ihr euch jetzt das erste und hier seht ihr, da müsst ihr. Wartet mal, mit diesem Teil hier geht es besser. Hier bekommt ihr dann an beiden Seiten eine kleine Tasche. So. Und da fädelt ihr jetzt die 2 Spitzen hier rein. Und steckt die jetzt hier einfach rein. Dann kommt das nächste.
und das nächste. Hier habe ich eine kleine Falte, aber das dürfte nichts machen. Na komm. Komm. So. Immer gucken, dass ihr die kleine Tasche trefft. Dann darf das hier noch mal rein. So. Dann schiebe ich das so ein wenig auseinander. Das letzte noch. Na komm. Und das kommt hier oben rein. Das ist jetzt ein wenig, klein wenig gefummelt. So. Und dann steckt ihr euren Stern einfach hier so zusammen. Und dann sitzt ihr auch richtig schön fest. So, und dann darf der kleine Stern auf die Karte. Ich klebe mir jetzt hier zunächst mein Papier drauf. Ich nehme jetzt hierfür mein doppelseitiges Klebeband, weil das geprägte Papier, ist ja ein wenig strukturierter, logischerweise, wenn es geprägt ist. Und das klebt jetzt besser mit dem Klebeband. So. Dann darf das Ganze hier drauf. So, und mein kleiner Stern darf hier oben drauf. Jetzt muss ich aber mal gucken mit meinem Label, was ich mir hier vorgestellt habe. Ich klebe mir das Ganze jetzt mit Tombow hier drauf. So, dann nehme ich mir zwei Dimensionals her. Geht ja nichts ohne Dimensionals. So, das setze ich mir jetzt hier unten an. Und hier oben meinen Stern, den fixiere ich mit Tombow.
Ich drehe mir den jetzt gerade mal, wie er mir am besten gefällt. Und dann setze ich mir den hier drauf. So, dann nehme ich mir, ich muss mal gucken, wo ich mein Band habe. Mein goldenes Band her. Und mach mir hier eine kleine Schleife. Na, die Schleife will nicht. Ist ja auch klar, ich mache ja ein Video. Wie immer. So. Och, Menno, das gefällt mir nicht. Ich hätte mir sie sollen vom Video binden. Dann wäre ich jetzt etwas schneller, aber geteiltes Leid ist halbes Leid. So, jetzt brauche ich meine Bänderschere. Und die darf hier oben drauf. Dann brauche ich noch meine Kludotz. So, Schleifchen. So, und dann schauen wir jetzt mal noch nach ein wenig Pling Pling. Weil irgendwie fehlt mir da noch ein bisschen was. Mal schauen, was ich hier alles noch in meinem Fundus habe. Das nicht. Das gefällt mir jetzt nicht. Muss ich mal gucken. Ich habe hier noch meine Designer-Akzente. Jetzt muss ich gerade mal gucken,
wie das so hier drauf aussieht. Ja. Ups, entschuldigt bitte. Ich setze mir jetzt hier meine zwei Designer-Akzente noch drauf in Gold. Dann habe ich noch einen älteren Wink of Stella Stift hier. Dann dürfen noch ein paar Spritzer Gold hier drauf. Und fertig ist meine Weihnachtskarte. Ich hoffe, sie gefällt euch und macht euch Lust aufs Nachbasteln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und bis bald wieder. Tschüss!